Die Eishockey-WM live beim Magenta Sport. Jetzt geht's gegen die Schweiz. Sie kennen die Schweiz ja sehr gut, weil sie selber auch ja mehrere Jahre dort Trainer waren. Was erwartet das Team jetzt? Eine große Rivalität, hundertprozentig. Ja, die Schweizer sprechen davon, dass die vielleicht die beste Mannschaft bei einer WM haben. Auch hohe Ziele. Die spielen auch sehr, sehr gutes Hockey. Die werden auch sicher das, was sie auszeichnet, aufs Eis bringen. Das, was uns auszeichnet, werden wir auch aufs Eis bringen. Und somit werden die Zuschauer im Stadion und auch zu Hause ein sehr spannendes Spiel erleben. Wie bereit ist die Mannschaft für das, was jetzt kommt? Viertelfinale gegen die Schweiz. Sehr bereit. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir es den Schweizern schwer tun können in den letzten Jahren. Natürlich haben die ein überragendes Turnier gespielt bisher, aber ich glaube, in Riga in der Schweiz, da haben wir ein paar gute Erinnerungen. Sie persönlich auch. Ich glaube, da war ein Tor dabei damals, ne? Bei dem legendären Spiel 2021. Ja, war ein schönes Tor kurz vor Schluss, den Ausgleich gemacht. Aber nee, wie gesagt, es wird dieses Jahr, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Test. Ich glaube, die sind schon nochmal eine Nummer besser als damals. Und ja, wir werden, wie gesagt, hoffentlich so wie heute über 60 Minuten lang denn ein solides Spiel machen. Das ist schon etwas, was man registriert. Sie haben es angesprochen. Die Schweiz hat ein überragendes Line-Up. Die haben vielleicht die beste Leistung insgesamt vom Turnier bisher abgespult. Aber man hofft da ja so als deutsche Mannschaft auch in den Köpfen irgendwie drin zu sein, ein bisschen, oder? Bruderduell und dann eben auch noch mit der Historie. Ja, natürlich. Ich meine, gegen die Schweiz sind immer Spiele auf Augenhöhe gegen uns. Ist egal, wer da bei denen im Line-Up steht oder nicht. Wir werden kämpfen, wir werden alles geben. Und ich glaube, wir haben in dem Turnier gezeigt, dass wir gegen Top-Mannschaften gut aussehen. Und hoffentlich schaffen wir es dann jetzt auch mal, den Sieg zu holen gegen eine Top-Mannschaft. Dankeschön. Ein kurzer Ausblick jetzt. Wartet die Schweiz. Was erwartet ihr da? Man kennt die Schweiz ja ganz gut. Es wird immer eng. Na, wir haben Respekt vor den Schweizern. Wir wissen, dass sie ein tolles Turnier gespielt haben, auch mit einer starken Mannschaft hier sind. Aber ich denke, die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir die Schweizer schlagen können, gerade in entscheidenden Spielen. Und das haben wir auch dieses Jahr vor. Vielleicht auch ganz gut, dass es nicht Tschechien ist. Ist mir ehrlich gesagt egal. Ja. Es steht ja wahrscheinlich noch nicht ganz fest, wo ihr spielt, ob ihr hier in Tampere bleibt oder nach Riga fliegen müsst. Was macht das mit der Mannschaft? Macht ihr euch darüber Gedanken? Nee, kaum. Also wir warten darauf, dass wir die Info kriegen, wo es hingeht. Ich meine, wir haben eh vor, nach Tampere zurückzukehren. Deswegen, wo wir spielen, ist uns egal. Und es macht unheimlich viel Spaß. Also ich freue mich wirklich sehr darüber, wieder hier zu stehen und heute, Sie haben es selber gesagt, im Viertelfinale wieder stehen zu dürfen. Das ist für uns mittlerweile so als Ziel, aber wir sind nicht satt. Also wir wollen, glaube ich, noch einiges mehr und Donnerstag beginnt der Kampf. Und wenn man den Gegner jetzt nennt, den ich gar nicht nennen muss, weil vermutlich wissen die, wer es ist, ja, schon automatisch, soweit wird man vorgeschaut haben, muss ja das Lachen direkt ins Gesicht kommen, oder? Jetzt wird wahrscheinlich jede Fernsehstation der Welt rund um dieses Spiel einen Penalty rausholen. Ja, klar, für mich kommen viele Emotionen hoch, wenn ich darüber nachdenke. Einer meiner Highlights ja wahrscheinlich in meiner Karriere bis jetzt. Aber auf der anderen Seite, ich lebe ungern in der Vergangenheit, nimm es gerne mit, aber ich hoffe, dass wir es Donnerstag wiederholen können, dass die Mannschaft sich für vieles belohnt, was wir bis jetzt uns erarbeitet haben. Und wenn ich ehrlich bin, was gibt es Geileres, als gegen die Schweiz zu spielen und ein Derby gegen sein Nachbarland zu spielen, wo es wieder zur Sache gehen wird, wo es, glaube ich, um jeden Zentimeter heiß wird. Und ich habe auf jeden Fall mega Bock und freue mich, können wir jetzt spielen. Warten wir noch ein bisschen, aber weil Sie es so angesprochen haben, nicht in der Vergangenheit leben, aber es ist ja auch wichtig durchaus, weil 10 Spieler, glaube ich, aus dem Kader auch damals 2021 in diesem legendären Spiel dabei waren. Das ist ja schon etwas, womit man auch versuchen kann, trotz aller Qualität auf dem Eis, den Schweizern schon direkt in den Kopf zu kriechen, oder? Ja, ich glaube, freuen werden sich die Schweizer auch nicht, dass sie gegen uns spielen müssen. Also das kann ich mir schlecht vorstellen. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, gesunden Respekt, dass die Schweizer eine sehr, sehr gute Vorrunde spielen, auch eine sehr gute Mannschaft dabei haben. Das Positive an der ganzen Geschichte ist, es geht immer nur um ein Spiel. Das ist keine Playoff-Serie, die über mehrere Spiele geht, sondern wir wissen, dass wir 60 Minuten haben, um auch, wenn man das so sieht, wie auch vielleicht der Underdog sind in dem Spiel, auch die Jungs schlagen können. Und Sie haben es gesagt, 10 Jungs waren dabei, die das erlebt haben und wie geil sowas sich anfühlt, wenn man vom Eis kommt. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden unser Bestes wieder geben. Wir werden mit breiter Brust auftreten und wie gesagt, ich glaube, wir können uns bis jetzt alle schon ins Spiel schauen, dass wir gute Arbeit gemacht haben und freuen uns auf jeden Fall auf mehr. Wir uns auch. Dankeschön. So, dann wartet die Schweiz auf euch. Was erwartet, was erhofft ihr euch da?
Schweiz, wir wissen, dass die Schweiz eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Und wir wissen aber auch, dass wir eine sehr, sehr gute Mannschaft sind. Und deswegen erwarten wir ein Spiel auf mindestens Augenhöhe. Und wir möchten natürlich weiterkommen. Ich meine, man hat gesehen, ihr seid wirklich als Team zusammengewachsen. Ihr seid echt eine tolle Truppe. Die Schweiz mit einigen NHL-Spielern. Ja, wo siehst du den Vorteil? Ja, erstmal, die haben wir auch. Und dann denke ich, dass wir sehr, sehr gut so aufgestellt sind. Die DL ist eine hervorragende Liga. Die Spieler, die in der DL spielen, sieht man ja. Wir haben eine junge Truppe, die sind so, so gut. Wir sind so laufstark und so diszipliniert. Wenn wir das abrufen können, dann haben wir genug Chancen. Wir müssen vorausblicken. Die Schweiz wird's. Herrlich, oder? Ja, nächstes Derby für uns und ich glaube, dass wir richtig unangenehm für die Schweizer werden können. Ich glaube auch, dass die wissen, dass wir unangenehm sein können. Sind also vor der Erinnerung wach? Ja, natürlich. Ich glaube, das war eines der geilsten Spiele, die wir gehabt haben. Für mich persönlich, wo ich jetzt dabei war. Und ja, wir wollen es denen so schwer wie möglich machen und wollen uns da überhaupt nicht verstecken vor denen, sondern einfach mit breiter Brust und ja, alles einlegen in die Waagschale und dann haben wir jegliche Chance da zum Gewinnen. Ich muss aber auch sagen, die Schweizer bisher die Mannschaft des Turniers. Ja, definitiv. Ich meine, wenn man den Kader anschaut, dann sind da Hochkaräter drin. Das wissen wir, das weiß jeder. Aber wie gesagt, wir sind eine Mannschaft und wenn jeder das abruft, was von uns verlangt wird, dann tut es jeder Gegner schwer. Und dann müssen wir einfach kaltschnäuzig sein vom Tor und dann können wir ja, uns eine gute Position bringen zum Gewinnen. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Ja, danke. Die Eishockey-WM live bei Magenta Sport.